Tja, meine Damen und Herren, das ist schon ein ziemlich albernes, ein schlimmes Stück. Dieser Räuber, die der Schiller, unser Schiller, geschrieben hat, als er 19, 20 Jahre alt war. Was passiert hier nicht alles? Da wird dem alten Grafen Mohr ein fingierter Brief des Sohnes Karl vorgelegt und schon ist der alte Mohr bereit und willens, den Sohn zu enterben und zu verfluchen. Kaum hat der Sohn gehört, dass er enterbt wurde, und schon gibt der Karl Mohr sein bisheriges Leben auf und lässt sich zum Räuberhauptmann wählen, statt den Vater aufzusuchen und mit dem Papa ein paar vernünftige Worte zu reden. Kaum ist er bei den Räubern, schon will der Franz seinen Vater auf intelligente Weise töten, wieder mit einer fingierten Nachricht, der Sohn, der Karl Mohr, sei gefallen, sei umgekommen. Der Schreck, so hofft er, werde den Vater töten. Aber nein, leider, der Vater ist noch nicht tot, er ist nur ohnmächtig. Und den Ohnmächtigen, den noch Lebenden, lässt Franz die Kanaille verfrachten, in einen Sarg unterbringen. Schrecklich, es ist der bare Kitsch. Aber der alte Mohr wird aus dem Sarg gerettet. Er kann immerhin noch eine Weile leben. Was passiert hier nicht alles? Es ist ja furchtbar. Dann will Franz, der Braut seines Bruders Karl, sich offensichtlich unsittlich nähern. Ich glaube, er will sie gar vergewaltigen. Sie aber wehrt es ab mit dem Schwert in der Hand. Der Kitsch triumphiert, die Trivialliteratur auf Schritt und Tritt. Und alles das Schlimmste, was es so in der Trivialliteratur gibt, die Leute können sich gar nicht wiedererkennen. Der alte Mohr kann seinen Sohn Karl nicht wiedererkennen. Ist er vielleicht senil, aber die junge Amalie, so eine hübsche junge Frau, die Braut des Karl, er kommt verkleidet und auch sie kann ihren Bruder, nein, natürlich ihren Bräutigam nicht wiedererkennen. Was soll dieser ganze Unsinn? Das hört ja gar nicht auf. Am Ende wollen die Räuber allesamt, die ganze Bande, wollen die Amalie haben. Amalia für die Bande, schreien sie. Was wollen sie? Allesamt wollen sie mit ihr schlafen, einer nach dem anderen. Furchtbar. Und das kann natürlich ein so edles Weib nicht ertragen. Sie wünscht, getötet zu werden. Und was tut ihr Bräutigam Karl? Prompt tötet er sie. Meine Damen und Herren, es ist schon ein Blödsinn sondergleichen. Und das Ganze begleitet von einem Geschwätz, wie man es noch bisher nie gehört hat. Der Schiller protestiert mit dem Munde Karl Mohrs gegen das tintenklecksende Säkulum. Keine schlechte Formulierung, weiß Gott. Aber er, Schiller, repräsentiert doch dieses tintenklecksende Säkulum. Er kann die Tinte gar nicht halten. Hier wird geschwätzt ohne Ende und geflucht. Ich glaube, erst bei Hemingway ist wieder so geflucht worden wie in Schillers Räubern. Kurz, ein Werk aus dem Bereich der Trivialliteratur, ein miserables, ein törichtes, ein schändliches Stück, lächerlich und albern. Tja, so, jetzt habe ich genug geschimpft. Und jetzt muss ich Ihnen nur noch sagen, warum ich dieses Stück liebe. Ich nehme nichts zurück von dem, was ich gesagt habe. Aber ich muss doch gestehen, dass ich es liebe. Ich habe es zum ersten Mal gelesen, als ich 12 oder 13 Jahre alt war und an der Grippe erkrankt. Ich weiß nicht, ob die Grippe daran schuld war. Ich fand das Stück fabelhaft. Ich habe es in einem Zug hintereinander weggelesen. Ich war von dem Stück hingerissen. Kein Wunder. Es ist ja gerade das Richtige für einen pubertierenden Knaben. Aber inzwischen ist über ein halbes Jahrhundert vergangen. Ich habe es in dieser Woche noch einmal gelesen und ich bin wieder und immer noch hingerissen von dem Stück. Es ist eines der schönsten Stücke der deutschen Literatur. Und warum eigentlich? Bei so unglaubhaften, so unwahrscheinlichen, so trivialen Motiven, bei dieser ungeheuren Geschwätzigkeit, was ist da dran? Man sagt so oft, es sei ein gesellschaftskritisches Stück. Das stimmt überhaupt nicht. Von Gesellschaftskritik ist hier überhaupt keine Rede. Ist etwas ganz anderes. Gesellschaftskritisch, das wird der Schiller etwas später werden. Kabale und Liebe, gewiss. Es ist ein einziger Vulkanausbruch. Gewissermaßen eine Explosion der Jugend. Geschrieben mit einem ungeheuren Schwung, mit einer Kraft, mit einer Intensität.
die wir in der deutschen Literatur vorher nie gekannt haben. Das ist das Ungewöhnliche, das Einmalige, dass der Schiller redend, viel redend und gelegentlich auch eben schwätzend den Ausdruck gefunden hat für die Revolte der Jugend. Dieses Stück ist so kräftig, so lebendig, dass es niemand bis heute zugrunde richten kann. Niemand. Nicht einmal die deutschen Regisseure. Es lebt immer noch. Was zeigt es eigentlich? Eine Revolte gegen, wogegen? Wogegen ist denn eigentlich dieser Karl Moor? Er ist doch kein Revolutionär. Er ist ein gewöhnlicher Anarchist und Terrorist. Und warum will er gegen die Welt protestieren? Im Grunde nur deshalb, weil er von seinem Papa enterbt wurde. Wäre er nicht enterbt worden, dank der Intrige des Bruders Franz, der Kanaille, er wäre wohl genauso ein Reichsgraf wie der alte Mohr geworden und hätte wahrscheinlich seine Knechte und Mägde ganz genauso kujoniert, wie sein Vater diese kujoniert hat. Aber stattdessen geht er in die Wälder. Er protestiert gegen die Welt schlechthin, nicht gegen eine bestimmte Gesellschaftsordnung, sondern die ganze Welt missfällt ihm. Es ist ein einziger, riesiger Protest, eine ungeheuerliche Rebellion. Und das ist es, was diesem Stück die Kraft gibt, bis heute noch. Diese ungeheuer jugendliche Kraft, diesen Schwung und diesen Elan. Und in dem Stück erkennen sie sich alle wieder, jede Generation aufs Neue. Man hatte schon in sehr verschiedenen Kostümen gespielt. In den 20er Jahren bei Erwin Piscator in Berlin wurde es in den Kostümen nun eben der 20er Jahre gespielt. Spiegelberg, der Verräter mit in der Maske Leo Trotzkis. Und wenn ich mich recht entsinne, hat man bei uns irgendwo Anfang der 70er Jahre das Stück in den Kostümen nun eben der Studentenrevolte von 68 gespielt. Ach Gott, das ist natürlich alles Schnickschnack. Das Stück ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verwurzelt und da sollte man es lassen. Es ist ein Stück eben voll Sturm und Drang. Es ist das einzige geniale deutsche Sturm- und Drang-Drama. Wir haben immer gelernt, Götz von Berlichingen und die Räuber. Nein, Götz von Berlichingen, das ist heute nur noch ein Dokument im Archiv der Literaturgeschichte. Ehrenwertes Dokument. Aber die Kraft geblieben ist sie in den Räubern. 10 Jahre später geschrieben als der Götz von Berlichingen. Und die Räuber, Karl Moor, dieser edle Räuber, der so angeblich den Entrechteten, den Armen hilft, er ist doch wohl der sympathischste der deutschen, wenn ich so sagen darf, Do-it-yourself-Helden. Das sind sie ja, Götz von Berlichingen, Karl Moor, Michael Kohlhaas. Die Leute, die mit der Welt nicht zu Rande kommen können und versuchen, sich selber das Recht zu verschaffen, die brennen, morden, Unheil anrichten und glauben, da um eine neue Welt zu errichten, müsse man erst einmal die vorhandene total zerstören. Naja, natürlich, daraus wird nie was in keinem dieser Werke und natürlich nicht, auch nicht in den Räubern. Sie wissen, es endet ja damit, dass er kapituliert, der Karl Moor, dass er die Sinnlosigkeit seiner Bemühung erkennt, dass er sich den Justizbehörden zur Verfügung stellt und, wie ein Freund neulich mir sagte, ganz am Ende gibt der Graf noch einem armen Mann ein schönes Trinkgeld, denn er liefert sich einem aus, einem armen Menschen, der ihn anzeigen soll, es ist ja ein Kopfgeld ausgesetzt und das ist gewissermaßen noch das Abschiedstrinkgeld, das der Graf Moor gibt. Ja, und warum erkennen sich die Generationen immer wieder in diesem Stück voll Trivialmotive? Vielleicht deshalb, weil diese Daseinsverfehlung, von der das Stück erzählt, weil diese Unmöglichkeit, mit Staat und Gesellschaft zu Rande zu kommen, sehr typisch ist, eben nicht nur für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, sondern darüber hinaus. Ja, wofür? Das ist eben kein
französische Stück. Kein englisches, obwohl der Schiller, wie er selber sagte, sich in den Shakespeare vergafft hat. Und der Franz Moor natürlich eine Kopie des dritten Richard ist. Nein, so kann man es nicht sehen. Das Stück ist mit seiner Sehnsucht, mit seiner beinahe schon romantischen Sehnsucht und mit seiner, wie ich sagte, totalen Daseinsverfehlung, die es zeigt, eben typisch, ja, wofür? Wo spielt denn die Handlung? Im Frankenland und im Böhmischen Wald, ja, ja, und wahrscheinlich hat auch Schiller an Württembergisches gedacht. Nein, das alles trifft schon zu, aber was dieses Stück darstellt, das hat auch Schiller auch mit dem Ort der Handlung angedeutet. Im Personenzettel steht es, da nämlich schrieb Schiller, und das dürfen wir nie vergessen, wenn wir über dieses wunderbare Stück nachdenken. Da nämlich schrieb Schiller, Ort der Handlung ist Deutschland. Das wär's für heute. Grunde nur deshalb, weil er von seinem Papa enterbt wurde. Wäre er nicht enterbt worden, dank der Intrige des Bruders Franz der Kanaille, er wäre wohl genauso ein Reichsgraf wie der alte Mohr geworden und hätte wahrscheinlich seine Knechte und Mägde ganz genauso kujoniert, wie sein Vater diese kujoniert hat. Aber stattdessen geht er in die Wälder. Er protestiert gegen die Welt schlechthin, nicht gegen eine bestimmte Gesellschaftsordnung, sondern die ganze Welt missfällt ihm. Es ist ein einziger, riesiger Protest, eine ungeheuerliche Rebellion. Und das ist es, was diesem Stück die Kraft gibt, bis heute noch. Diese ungeheuer jugendliche Kraft, diesen Schwung und diesen Elan. Und in dem Stück erkennen sie sich alle wieder, jede Generation aufs Neue. Man hatte schon in sehr verschiedenen Kostümen gespielt. In den 20er Jahren bei Erwin Piscator in Berlin wurde es in den Kostümen nun eben der 20er Jahre gespielt. Spiegelberg, der Verräter mit in der Maske Leo Trotzkis. Und wenn ich mich recht entsinne, hat man bei uns irgendwo Anfang der 70er Jahre das Stück in den Kostümen nun eben der Studentenrevolte von 68 gespielt. Ach Gott, das ist natürlich alles Schnickschnack. Das Stück ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verwurzelt und da sollte man es lassen. Es ist ein Stück eben voll Sturm und Drang. Es ist das einzige geniale deutsche Sturm- und Drang-Drama. Wir haben immer gelernt, Götz von Berlichingen und die Räuber. Nein, Götz von Berliching, das ist heute nur noch ein Dokument im Archiv der Literaturgeschichte. Ehrenwertes Dokument. Aber die Kraft geblieben ist sie in den Räubern. 10 Jahre später geschrieben als der Götz von Berliching. Und die Räuber, Karl Moor, dieser edle Räuber, der so angeblich den Entrechteten, den Armen hilft, er ist doch wohl der sympathischste der deutschen, wenn ich so sagen darf, Do-it-yourself-Helden. Das sind sie ja, Götz von Berlichingen, Karl Moor, Michael Kohlhaas, die Leute, die mit der Welt nicht zu Rande kommen können und versuchen, sich selber das Recht zu verschaffen, die brennen, morden, Unheil anrichten und glauben, da um eine neue Welt zu errichten, müsse man erst einmal die vorhandene total zerstören. Naja, natürlich, daraus wird nie was in keinem dieser Werke und natürlich nicht, auch nicht in den Räubern. Sie wissen, es endet ja damit, dass er kapituliert, der Karl Moor, dass er die Sinnlosigkeit. Er ist ein gewöhnlicher Anarchist und Terrorist. Und warum will er gegen die Welt protestieren? Im Grunde nur deshalb, weil er von seinem Papa enterbt wurde. Wäre er nicht enterbt worden, dank der Intrige des Bruders Franz der Kanaille, er wäre wohl genauso ein Reichsgraf wie der alte Mohr geworden und hätte wahrscheinlich seine Knechte und Mägde ganz genauso kujoniert, wie sein Vater diese kujoniert hat.
Aber stattdessen geht er in die Wälder. Er protestiert gegen die Welt schlechthin. Nicht gegen eine bestimmte Gesellschaftsordnung, sondern die ganze Welt missfällt ihm. Es ist ein einziger riesiger Protest, eine ungeheuerliche Rebellion. Und das ist es, was diesem Stück die Kraft gibt, bis heute noch. Diese ungeheuer jugendliche Kraft, diesen Schwung und diesen Elan. Und in dem Stück erkennen sie sich alle wieder, jede Generation aufs Neue. Man hatte schon in sehr verschiedenen Kostümen gespielt. In den 20er Jahren bei Erwin Piscator in Berlin wurde es in den Kostümen nun eben der 20er Jahre gespielt. Spiegelberg, der Verräter mit in der Maske Leo Trotzkis. Und wenn ich mich recht entsinne, hat man bei uns irgendwo Anfang der 70er Jahre das Stück in den Kostümen nun eben der Studentenrevolte von 68 gespielt. Ach Gott, das ist natürlich alles Schnickschnack. Das Stück ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verwurzelt und da sollte man es lassen. Es ist ein Stück eben voll Sturm und Drang. Es ist das einzige geniale deutsche Sturm- und Drang-Drama. Wir haben immer gelernt, Götz von Berlichingen und die Räuber. Nein, Götz von Berliching, das ist heute nur noch ein Dokument im Archiv der Literaturgeschichte. Ehrenwertes Dokument. Aber die Kraft geblieben ist sie in den Räubern. 10 Jahre später geschrieben als der Götz von Berliching. Und die Räuber, Karl Moor, dieser edle Räuber, der so angeblich den Entrechteten, den Armen hilft, er ist doch wohl der sympathischste der deutschen, wenn ich so sagen darf, Do-it-yourself-Helden. Das sind sie ja, Götz von Berlichingen, Karl Moor, Michael Kohlhaas. Die Leute, die mit der Welt nicht zu Rande kommen können und versuchen, sich selber das Recht zu verschaffen, die brennen, morden, Unheil anrichten und glauben, da um eine neue Welt zu errichten, müsse man erst einmal die vorhandene total zerstören. Naja, natürlich, daraus wird nie was, in keinem dieser Werke. Und natürlich, tja, so, jetzt habe ich genug geschimpft. Und jetzt muss ich Ihnen nur noch sagen, warum ich dieses Stück liebe. Ich nehme nichts zurück von dem, was ich gesagt habe. Aber ich muss doch gestehen, dass ich es liebe. Ich habe es zum ersten Mal gelesen, als ich 12 oder 13 Jahre alt war und an der Grippe erkrankt. Ich weiß nicht, ob die Grippe daran schuld war. Ich fand das Stück fabelhaft. Ich habe es in einem Zug hintereinander weggelesen. Ich war von dem Stück hingerissen. Kein Wunder. Es ist ja gerade das Richtige für einen pubertierenden Knaben. Aber inzwischen ist über ein halbes Jahrhundert vergangen. Ich habe es in dieser Woche noch einmal gelesen. Und ich bin wieder und immer noch hingerissen von dem Stück. Es ist eines der schönsten Stücke der deutschen Literatur. Und warum eigentlich? Bei so unglaubhaften, so unwahrscheinlichen, so trivialen Motiven, bei dieser ungeheuren Geschwätzigkeit, was ist da dran? Man sagt so oft, es sei ein gesellschaftskritisches Stück. Das stimmt überhaupt nicht. Von Gesellschaftskritik ist hier überhaupt keine Rede. Ist etwas ganz anderes. Gesellschaftskritisch, das wird der Schiller etwas später werden. Kabale und Liebe, gewiss. Es ist ein einziger Vulkanausbruch, gewissermaßen eine Explosion der Jugend, geschrieben mit einem ungeheuren Schwung, mit einer Kraft, mit einer Intensität, die wir in der deutschen Literatur vorher nie gekannt haben. Das ist das Ungewöhnliche, das Einmalige, dass der Schiller redend, viel redend und gelegentlich auch eben schwätzend den Ausdruck gefunden hat für die Revolte der Jugend. Dieses Stück ist so kräftig, so lebendig, dass es niemand bis heute zugrunde richten kann. Niemand. Nicht einmal die deutschen Regisseure. Es lebt immer noch. Was zeigt es eigentlich? Eine Revolte gegen, wogegen? Wogegen ist denn eigentlich dieser Karl Moor? Er ist doch kein Revolutionär. Er ist ein gewöhnlicher Anarchist und Terrorist. Und warum will er gegen die Welt protestieren?
im Grunde nur deshalb, weil er von seinem Papa enterbt wurde. Wäre er nicht enterbt worden, dank der Intrige des Bruders Franz der Kanaille, er wäre wohl genauso ein Reichsgraf wie der alte Mohr geworden und hätte wahrscheinlich seine Knechte und Mägde ganz genauso kujoniert, wie sein Vater diese kujoniert hat. Aber stattdessen geht er in die Wälder. Er protestiert gegen die Welt schlechthin, nicht gegen eine bestimmte Gesellschaftsordnung, sondern die